Hallo Freunde analoger Unterhaltung. Wir haben es geschafft und sind geschafft. Und ja, die GenCon Noch sind wir ist nicht daheim. noch ziemlich daheim, aber vierter Tag der und letzter Tag der GenCon liegen hinter uns und tatsächlich muss man sagen, wir waren vernünftig jetzt am letzten Ja, Tag. eigentlich ja. War nur Donnerstag und Samstag unvernünftig. Freitag und Sonntag waren echt vernünftig. Ich bin auch, Erleichtert. bin erleichtert. Aber Wir noch, hätten es. ja. Noch sind die Sachen nicht verpackt. Aber ich denke auch, wir kriegen das schon irgendwie. Und So müssen wir noch einen Koffer kaufen am Flughafen. vor allem, das sind jetzt, ich fange mal hier mit an. Das ist mal eine Größe für ein Spiel. Hä? Die Erweiterung zu Rattle Battle, Grab the Loot, Angry Ocean, die ist einfach, die kannst du dir in die Hosentasche stecken im Ja, Zweifel. Und die passt natürlich auch in ein größeres Spiel rein. Problemlos. sehr gut. Toll. Ja, die Erweiterung zu Rattle Battle, ich habe es ja schon gesagt, ich weiß gar nicht, was passiert. Ja, Ja, irgendwie der Ozean kann es auch angreifen, ich deswegen finde es Angry persönlich Ocean. sehr schade nach wie vor, dass Rattle Battle Grab the Loot keine deutsche Version bisher bekommen hat. Vielleicht kommt da noch was, wer weiß es. Aber ja, also mir macht es wirklich sehr viel Spaß und Häuptling Wilde Himbeere auch. Und deswegen habe ich die Erweiterung Angry Ocean eingeparkt. Und wir bleiben mal bei Erweiterung, weil auch, guck mal hier, das ist mal eine Dicke, ja, für ein Brettspiel. Das passt auch wirklich überall noch dazwischen. Und das ist die Erweiterung. Es ist natürlich, ist ja gar nicht, gibt es ja schon eine Weile, ist ja eigentlich 2015 schon rausgekommen. Ich habe es ja einfach noch nicht. Und daher für die persönliche Sammlung Secrets, die Erweiterung für Castles of Mad King Ludwig, im Deutschen Schlösser des König Ludwig. Ich habe leider noch nichts davon gehört. Das Castles of Mad King Ludwig kam ja in der Deutschen raus, bei Huch und Friends, ja, haben es vertrieben als Ja. Schlösser des König Ludwig. Da war er dann plötzlich nicht mehr verrückt. Und ja, bisher habe ich leider noch nichts davon gehört, dass die Secrets-Erweiterung auch kommen soll. Und deswegen habe ich es jetzt mal eingepackt. Also, wer da auch drauf Soll wartet, muss aber jetzt keine kompatibel Ankündigung. sein Ist irgendwie. kompatibel, laut dem Autor selber. Ja. Ja. Mal gucken. Ja, Und dann. hat er das in der 25er? Oder Ich hast bin du mir mich nicht gezwungen, mehr. es wieder rauszunehmen? Ich glaube, wir hatten es sogar drin. Ich weiß Ja, The Goonies, The Adventure Card Game. Ja, wer wie ich großer Goonies-Fan ist, da führt kein Weg dran vorbei. Es lief auch sehr gut tatsächlich. Es ist ein sehr kleiner Verlag. Wie Ja, heißt der hier ist Verlag? richtig so mit den Charakteren auf Albino Dragon, ja. den Karten und so. Die werden auch dieses Jahr noch nicht in Essen sein. Wie gesagt, die gibt es wirklich noch nicht lange. Die haben es aber fest vor und wollen ab nächstes Jahr dann auch zum Spiel kommen. Also wer da drauf Bock hat, das wird man auf das Spiel vermutlich nicht finden. Mal das Internet durchstöbern oder vielleicht auch abwarten, bis wir es uns jetzt genauer angeschaut haben. Ja, Das ob es Interessante was ist, taugt. genau, man kann es aber auch alleine spielen, also 1 bis 4 Spieler. Ja, ich bin gespannt. Ja, cool. Goonies. Ja, noch was von Portal haben wir natürlich vergessen hier. Tides of Madness. Ja. Auch schön klein. Auch schön klein, schön leicht. Vielleicht spielen wir das am Flughafen. Letztes Mal haben wir ja ein Let's Genau. Play am Flughafen gemacht von Mir fällt gerade der Tides of Name nicht mehr. Time. Tides of Time, Ist genau. Es schon ist ja ja. quasi das Sequel zu Tides of Time. Jetzt unschwer erkennbar mit Cthulhuiden Look und Thema. Und natürlich aber jetzt auch nicht eins zu eins einfach die Karteneffekte übertragen, sondern es soll hier eben auch andere Karteneffekte geben. Also auch wer sich einfach für dieses unabhängig vom Thema quasi da mit Tides of Time wahnsinnigen Spaß hatte, hier kommen halt irgendwie ein paar neue Karten mit ein paar neuen Karteneffekten. Nicht dazu, sondern es sind halt einfach Karten mit jetzt. Es ist nicht die einfach die Karten, nicht nur die Illustrationen auf den Karten ausgetauscht. Ich glaube, ein paar sind gleich geblieben, ein paar sind anders. Ich weiß nicht genau. Bin gespannt. Spielen wir auf jeden Fall. Spielen wir bald. Ja. Ja, was hast du da noch? Ja, das ist auch eine persönliche Lücke geschlossen. Das habe ich ja letztes Jahr schon verzweifelt gesucht und hat es dieses Jahr gar nicht mehr in die Liste mit reingenommen, weil es ist natürlich eigentlich auch keine 2016er Neuheit. Das darf man gar nicht sagen, von wann das ist. Aber ja, in Deutschland habe ich bisher einfach wirklich vergeblich gesucht. Skyway Robbery. Es ist erstaunlich schwer dafür, dass es gar nicht so eine dicke Von Schachtel Games hat. ab, Ja. ja. Von Du hast Game gesagt, es ist so ein Salut. bisschen wie Cold Express, ja. Wir sind auf jeden Fall auch Banditen. Wir müssen halt ein Luftschiff im Steampunk ausrauben. Und plündern da und machen Beute und ja, also ich finde, es sieht wirklich sehr schick aus, sowohl vorne als auch hinten. Ich bin gespannt. Game Salut Ja. macht auch sehr hübsche Spiele, muss ich sagen. Ja, Ja, es cool. waren übrigens auch die, wo wir natürlich vergeblich Black Orchestra gesucht haben, was es ja einfach noch Noch nicht nicht. geschafft hat. Ja, und dann zuletzt muss man sagen, waren wir vernünftig, weil ja, wir haben hier ein großes
Star Trek Ascendancy, aber ist gar nicht unser Exemplar. Wir bringen es einem Kumpel mit, der sich gewünscht hat, und wir waren so vernünftig, nicht nochmal eins für uns jetzt einzupacken. Aber in Essen wird es auf jeden Fall sein. Und ja, wir haben es natürlich von... Es sieht schon interessant aus, also vor allem, dass man halt hier, dieser Spielplan ist halt so variabel, man kann die dann auch so, diese Sternsysteme, die haben so Scharniere und man kann sie dann so verändern. Also ich bin schon echt gespannt. Eine Stunde pro Spieler ist auch eine Ansage. Das ist eine Ansage, ja. Was ich wirklich erstaunlich finde, ist, dass es ja ein reines Drei-Personen-Spiel ist. Also okay. Schon angekündigt, die Ferengi-Erweiterung. Wird dann die vierte Fraktion sozusagen, und jetzt kann man hier wirklich muss einfach man nur zu dritt spielen. Man braucht einfach drei Leute. Also ja. Da wird manche Vierergruppe jetzt ein paar harte Gefechte austragen müssen oder irgendwie warten, bis dann die Ferengi-Erweiterung da ist. Ich weiß es nicht genau. Gruppen, die eh nur zu dritt spielen, die jubeln natürlich laut und sagen endlich das passende Spiel für uns. Aber für so eine große Schachtel, dass da nur drei Spieler reingepasst haben, naja. Ja. Das war's schon. Das war's schon, siehst du, wir waren sehr brav. Aber ja, wir haben trotzdem also unsere... Das Rätsel ist noch nicht gelöst, das Tetris-Rätsel, aber wir werden es schon hinkriegen. Und wenn wir dann zurück sind in Deutschland, machen wir uns auch gleich an die Arbeit und wollen dann alle Videos, die wir gedreht haben, wir haben wirklich eine Menge gedreht, dann wird es schnell fertig machen, und wir werden die aber dann auch nicht alle auf einmal veröffentlichen, sondern... Dann der Plan ist wirklich quasi so, jeden Tag in der Sommerpause, also im August, kommt dann nicht das normale Programm, sondern einfach ein GenCon-Video nach dem anderen, und dann so ab September soll es dann wieder, sind wir wieder zurück, und dann gibt es auch wieder normale Videos. Ja, vielen Dank, danke fürs Zugucken unserer Tagebücher und fürs fleißige Kommentieren. Ja. Danke für die guten Wünsche. Ihr habt schon Angst um uns, aber wir haben durchgehalten. Aber du hast irgendwie, du warst ein bisschen angeschlagen. Etwas angeschlagen. Wir haben durchgehalten, ja. Seid immer hier anstrengend, es war ganz schön heiß draußen, ganz schön kalt drin. Und das Essen ist zwar lecker, aber nicht unbedingt vollwertig, so viel kann man vielleicht sagen, ja, und und wir müssen, also ich meine, es ist riesengroß, man muss einfach wahnsinnig viel reden. Ich erinnere mich plötzlich an dieses vor 2 Jahren oder so, ja. Tom Wessel Video, wo sie sagen, Dice Tower Video, wo sie Empfehlungen geben, was man mitnehmen soll, so GenCon, bequeme Schuhe, ja, und so weiter und so fort, und Vitamintabletten. Ja, das hätten wir mal berücksichtigen sollen. Warum braucht man die? Ja, weil es hier einfach keine Vitamine gibt. ja, das müssen wir das nächste Mal einpacken. Okay, wir sagen Tschüss und bis demnächst. Außerdem, ja, ich habe ja gewünscht, ein neues Let's Play über den Wolken beim Rückflug. Gucken wir mal, ob wir das auch hinkriegen, außer wir pennen einfach. Das ist dann nicht, aber wenn wir noch Kraft haben. Let's Play am Flughafen, irgendwas kriegen wir bestimmt. Machen wir noch sowas, ne? Bis dann. Bis dann. Tschüss.